Moin zusammen. Wir haben heute den 5. August 2018. Ich bin ja auf Tag 4 meiner Tour an der zweiten Station. Ich bin in Hohenstein im Erzgebirge. Das, wie der Name sagt, es liegt hoch im Gebirge. Ist ganz nett auf dem Campingplatz, alles sauber, tolle Leute. Doof nur, mal wieder die Zeltplätze sind so weit ab vom Fluss, dass das WLAN nicht bis hierher reicht. Das heißt, ja, wenn man ein bisschen Internet braucht, muss man Richtung Rezeption gehen, weil auch das Netz ist hier nicht so toll. Also mit Glück hat man Edge, dass es genug reicht, um zu twittern. Das heißt, ich muss zum Hochladen nachher auf jeden Fall mal wieder nach vorne gehen. Ja, die letzte Tour, also die Tour hierher, bin ich anders gefahren, als ich geplant hatte. Ich wollte wieder über die Landstraße fahren, gib das ins Navi ein und dann sagte mir, ja okay, du bist 6 Stunden noch was unterwegs. Und das war mir eindeutig zu viel. Und dann dachte ich mir, ach ja, dann nimmst du halt ein bisschen Autobahn dazu. Ist auch nicht so schön, aber dann bist wenigstens nicht den halben Tag unterwegs. Bin also dann knapp 100 Kilometer Autobahn gefahren, bis Chemnitz etwa. Und dann wieder ab. Insgesamt war ich dann aber, glaube ich, doch 5 Stunden oder so unterwegs. Und ja, ich würde es gerne genau nachgucken, aber es geht nicht, weil meine Touraufzeichnung hat nicht funktioniert, beziehungsweise hat funktioniert. Ich habe sie nur nicht richtig beenden können, weil ich so doof war und das nicht direkt nachdem ich angekommen bin, quasi auszuchecken, sozusagen, die Tour ist vorbei. Und dann war auf einmal der Akku vom Handy leer, weil scheinbar habe ich mir mein Kabel zerstört, mit dem ich das Handy während der Fahrt hätte laden wollen. Das war an einer Stelle ziemlich doof geknickt und ja, da ist wahrscheinlich einfach jetzt ein netter Kabelbruch. Also ich habe es nochmal probiert, mit dem lädt auch das Handy jetzt an der Powerbank nicht richtig und so. Das ist hinüber, das muss ich entsorgen. Aber ich habe Ersatz dabei, das ist positiv. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Hier in Hohenstein habe ich Familiengeschichte, mehr oder weniger. Und zwar gab es hier einen Max Jakob. Und zwar der Bruder meines Uropas. Der ist damals aus Bad Ems weg, hat sich der Wandervogelbewegung angeschlossen und ist dann irgendwann als Handpuppenspieler hier in Hohenstein gelandet. Und vielleicht wollte ich gerade mal den Verkehr durchlassen. Hier ist eine etwas befahrene Straße. Also eigentlich nur ein kleiner Weg, aber wird doch mehr benutzt, als ich dachte, als ich meinen Zeltplatz hier gesucht habe. Ja, und dieser Max Jakob hat dann die Hohensteiner Puppenspiele mit dem Hohensteiner Kasper hier ins Leben gerufen mit seiner Truppe und ja, der ist relativ bekannt, quasi alle heutigen Kasper-Theater basieren auf diesem Spielkonzept von dem Hohensteiner. Ja, hier gibt es dann noch eine Burg, wo die ursprünglich residiert haben, bis die von den Nazis besetzt wurde. Ja, die Burg wollte ich mir anschauen dann heute noch. War ich vorgestern nur mal kurz drin und eigentlich ist sie aber 18 Uhr geschlossen für alle, die nicht da in der Jugendherberge wohnen, die da inzwischen drin ist. Deswegen heute die Burg und hier soll es noch eine recht schöne Abtei in der Nähe geben, die wollte ich mir dann auch mal anschauen, falls
die Zeit und das Wetter das zulässt. Im Moment ist noch ganz gut. Soll aber, zumindest laut dem Wetterbericht, den ich gestern Mittag irgendwann gesehen habe, heute regnen. Ja, geregnet hat es hier schon gestern und heute Nacht, da gab es ordentlich Gewitter. Ist jetzt aber, ja, nicht mehr komplett bewölkter Himmel. Ist ein bisschen Sonne da. Mal schauen, wie das bleibt, wie sich das hält. Ja, morgen geht es dann weiter von hier Richtung Nordsachsen. Ja, dann mal schauen. Da bin ich nicht auf einem Campingplatz, sondern bin ich bei einem Freund untergebracht. Da werde ich das Zelt einfach im Garten aufschlagen. Das wird bestimmt ganz schön. Ja, dann will ich euch hier auch nicht mehr länger langweilen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.